Kochelsee ist ca. 6 Quadratkilometer groß, hat eine mittlere Tiefe von 31 Metern und liegt auf ca. 600 Meter Höhe. Von hier aus geht es dann über die Kesselbergstraße über 9 Kilometer hoch zum Walchensee. Die Strecke ist bei Motorradfahrern sehr beliebt. Es ist doch die näheste Bergstraße mit Haarnadelkurven zu München. Dies ist der Heckenbach-Wasserfall. Das ist der Heckenbach-Wasserfall, nur weiter oben. Entsprechend fahren die dann auch. Und auch deshalb sind Motorräder zwischen 15 und 22 Uhr auf der Strecke zum Walchensee verboten. Weiter oben gibt es sogar einen Fahrbahnteiler, damit Kurven nicht geschnitten werden, was aber auch das Überholen von Fahrradfahrern unnötig erschwert. Immer wieder gibt es schöne Ausblicke auf den Kochelsee und man kann den Höhengewinn gut abschätzen. Nach dem Peak des Passes bei 858 Metern kommt ein kleiner Parkplatz und man sieht zum ersten Mal den Walchensee. Er ist fast dreimal größer und tiefer als der Kochelsee und liegt auf 801 Meter. Die Straße am Walchensee ist auch malerisch und teilweise in Galerien und Tunnel gebaut.
Im Ort Walchensee geht es dann mit der Herzogstandbahn von 800 Meter auf 1575 Meter hoch. Bei der kleinen Farnbergkapelle, etwa 50 Meter höher als die Bergstation, hat man einen guten Blick auf den Walchen- und Kochelsee. Links der Martinskopf mit 1675 Meter und rechts der Herzogstandgipfel auf 1731 Meter. Hier der Kochelsee und oben der Ausfluss der Loisach auf dem Weg nach Wolfratshausen. Noch weiter entfernt der Starnberger See und sogar München ist sichtbar. Links der Olympiaturm und der BMW Vierzylinder, rechts das Allianzstadion des FC Bayern München. Am Schluss geht es dann in einer gut 6-minütigen Fahrt mit dem Rad bei knapp 50 Stundenkilometer wieder runter. Der angenehmste Teil der Tour.